mal eine Rudermannschaft auf dem See aussen. Diese Rudermannschaft auf dem See aussen, ja, die hat gerudert. Die haben trainiert. Die haben gekämpft miteinander. Ja, die haben gemeinsam ein Ziel in den Augen gehabt. Olympiade. Sie haben sich jeden Tag getroffen und haben trainiert. Gerudert und gerudert. Bis eines Tages der eine von der Mannschaft abgelenkt worden ist. Oder soll ich gescheiter sagen, er hat sich ablenken lassen. Das ist dann so weit gegangen, bis zwar zwei im Boot innen gewesen sind, aber nur eine gerudert hat, obwohl sie miteinander das Ziel haben wollen erreichen. Und wir wissen, wenn zwei im Boot sind und nur einer rudert, dann kommt das nicht gut. Einen schönen Tag wünsche ich. Unser Versagen erkennen, wo wir plötzlich merken, wie schlecht wir teilweise handeln und wie gemein wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und dann flüchten wir unsere Ablenkungen, wir verdrängen es und wir warten und denken, ja, es kommt sicher wieder gut. Und wir denken, ja, Gott will sowieso nichts von mir wissen. Gott hat sich eh schon lange abgewendet von mir. Ich kann sicher nicht zu Gott kommen mit dem Mann. Dann folgen wir wieder unseren eigenen Plänen nach, genau wie der Typ im Boot, der nicht mit seinem Teamkollegen unterwegs sein wollte. So machen wir wieder genau das, was wir für uns richtig halten und was wir wollen, und folgen nicht mehr Gott nach. Trotz allem dürfen wir einfach etwas wissen, was in der Bibel steht. Gott ist und bleibt treu. Er wendet sich nie von uns ab, egal was wir machen. Er ist voller Liebe. Im 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 steht, wenn wir behaupten, dass wir ohne Sünde sind, dann betrügen wir uns selber und verschliessen uns vor der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Breaks! For Jesus. Du sagst Action. Los. Machen wir es jetzt erst. Yeah. Jungs, könnt ihr schnell erzählen? Nein, sorry, nicht Jungs. Lach! Ich würde sagen, dass das so ein Stil ist. Wo kommt die Hand plötzlich?